Digga, ich muss das abchecken. Ich muss das einfach abchecken. Alpha Gene 2 Boxinhalt. Ghetto Glamour. Street EP. Ich wollte schon fast Ghetto Glamour sagen. Warum? Wegen dieser einen hier. Wie heißt der nochmal? Dingens Glamour oder so, ne? No fucking way. Was lese ich hier? Gekrönt wird dies mit einem BOZ-Feature. Es ist ein... Was? Also wer das Battle BOZ gegen Kollega nicht verfolgt hat, oder generell BOZ, wer BOZ nicht verfolgt hat, ne? Unbedingt abchecken. Legende der Typ, Legende, wirklich, Legende der Kerl. Alter. Verbraucherhinweis, diese EP ist nichts für die Shisha-Bar-Playlist. Kann auch gleich ein Feature mit Sio machen. Yeah. Okay, ja, ich hab's schon verstanden. Diese EP ist in der Box noch dabei, okay. Kid. Eiskalt, der Körper stählern. Der King ist bei Killer-Technik, Terminator. Yeah. Respekt vor Gott, aber niemals vor einem Menschen Angst. Selbst der Sensenmann geht in die Knie wie beim Ententanz. Yeah. Wieder eine Platte für die goldene Galerie. Du Fotze stirbst schon an den Folgen einer Pollenallergie. Die Feinde werden mit der Tommy ganz ersehen. Denn sie spielen voll das falsche Spiel, wie Messi in einem Volleyballer-Team. Alter, diese Zeilen schon wieder, warte mal. Mit der Tommy ganz ersehen. Denn sie spielen voll das falsche Spiel, wie Messi in einem Volleyballer-Team. Heute Boah. Steigt deine Schalt racheal herab wie Himmelschöre durch Gewitterböen. Bedrohlicher Klang. Wir sind ne Bande von Raubtieren und ich bin im obersten Rang wie ne Logensitzbank. Und wenn mich mal jemand auffordert, meine Vorherrschaft aufzugeben, dann ist dieser Typ schon jetzt so gut wie tot, wenn er es nicht vorher schafft aufzugeben. Da bin ich in. Okay, die ersten zwei Songs. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Beats haben mich noch nicht so gecatcht. Die Stimmlage erinnert mich sehr an die alten Zeiten, natürlich auf jeden Fall. Aber kombiniert mit den Beats ist jetzt, glaube ich, nicht so das, was mich jetzt gerade so flashen würde. Irgendjemand meinte, der dritte Song wäre heftig. Okay, der dritte Song kommt jetzt, ich bin mega gespannt. In der Hood, die Ku Klux Klan mit Glieder hängen Püppchen an der Nadel, wie bei Voodoo-Magie-Priestern, denn ich reguliere den Heroin-Großhandel. Kid, du bist nicht für diese Welt gemacht wie ein Mondschatten. Das sind die Ghetto-Streets, yeah. Hier überlebst du nur ein Jahr. Wie wenn ich frag, hast du mein Cash? Da überlebst du nur ein Jahr. Ich hab die Ich kann verstehen, warum ihr das gesagt habt. Der Beat ist definitiv anders, erinnert mich so ein bisschen an die Hood-Tapes. So vom Feeling her und so weiter auch. Alpha-Genetik, du nicht. Kid, du kriegst nen Halsader-Kehlenschnitt wie ein Salzwasser-Seefisch. Bobby und Ken machen auf Kali-Kartell. Rich gibt's im Philipp-Line. Du pushst dein Ego auf XXL. Doch dein Schwanz bleibt skinny-size. Der Job wird erledigt, wir stehen unter Grundverdacht. Geld in als intensiver Kreis. Komm in den Käfig und du bist zum Hund gemacht. Wie chinesischer Reis. Du wirst zum Hund gemacht, wie ich. Okay, Alter, also. Boah, ich glaube. Wie heißt der YouTuber nochmal? Der so auf Punchlines und so weiter die Kolle-Sachen auseinander nimmt. Der wird ein ziemlich cooles Video dazu machen. Wie hieß er nochmal? Einfach Jay? Nee, wie heißt denn der nochmal? Keine Ahnung. Alter, unglaubliche Zahlen wieder dabei, ne? Nee, ich meine jetzt nicht Jay Jiggy. Da gab's noch jemanden irgendwie, der das so auseinander nimmt. Da bin ich sehr gespannt. Hi Blub Blub, genau, der war das. Ja. Glaube ich. Oder Jay? Ach, ich hab keine Ahnung. Ich wurde groß in der Gegend, wo keine Spielplätze waren. Wo die Menschen hustlen mussten, um die Miete zu zahlen. Wir lebten nie auf der Straße, aber zu viert im Apartment. Wo mal die Nachbarn streiten, hörte in verschiedenen Sprachen. Unser Leben spielte sich auf allerengstem Raum ab. Wo sich Alltagsstress gestaut hat und Gewalt fast täglich ausbrach. Der Asphalt war... Boah, Junge. Wie vielsilbig der Reim allein schon ist, ne? Aber zu viert im Apartment, wo mal die Nachbarn streiten, hörte in verschiedenen Sprachen. Unser Leben spielte sich auf allerengstem Raum ab, wo sich Alltagsstress gestaut hat und Gewalt fast täglich ausbrach. Der Asphalt war schäbig, grau, man, es ging immer nur... Erinnert mich ein bisschen an, war das ein Junge weint hier nicht? Vielleicht so ein bisschen wegen diesem Orientalischen da drin so. Um Cash verdienen, Messer ziehen, mit geschickten Fingern wie ein Erpresserbrief. Entdeckte mein Rap-Genie, als ich die ersten Texte schrieb. Fingern Pep zu ziehen, wach bleiben und Flex zu dealen. Das Leben ist kein Action-Spiel, hier rennst du nicht per Steuerkreuz. Hier musst du Gas geben, damit was brennt, wie bei einem Feuerzeug. Der König ist tot. Ah.
Lang lebe der König, ihr dürft uns nicht anreden persönlich. Ihr kennt uns, von euch haben wir noch nie gehört. Der König ist so lange tot, bis er wiederkehrt. Der König ist tot, lang lebe der König, ihr dürft uns nicht anreden persönlich. Ist das BOZ? Warum klingt BOZ so Stereo und so weit nach hinten? Lang lebe der König, ihr dürft uns nicht anreden persönlich. Boah, das ist BOZ, Alter. Boah, diese Stimme, Mann. Ihr kennt uns, von euch haben wir noch nie gehört. Der König ist so. Boah, ey, da denke ich nur an das Battle zwischen den beiden, ne? Und es liegt Fleisch auf jeder Etage wie beim. Keine Ahnung, Big Mac, keine Ahnung, wo die sich das war so Nostalgie pur. Nostalgie. Eieieiei. Hat jemand was zu BOZ gesagt? Doch, da BOZ endlich mal ein gutes Feature. Ja, Mann. Ey, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin einfach nur gespannt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt, ob das was, wie soll ich sagen, ob das Tape sowas für mich wird. Es hat ein bisschen so Hood-Tape-Feeling gehabt, hatte aber auch so ein bisschen so Alpha-Gene, aber auch so ein sehr gemischtes Feeling. Werden wir sehen. Also ich glaube, mit dem Snippet, ich sage euch ganz ehrlich, klar, ich freue mich auf BOZ. Klar, der dritte Beat hat, wie gesagt, so ein Feeling gehabt, das mir sehr gut gefallen hat. Aber sonst, weiß ich nicht.